Und unaufhaltsam rasen wir auf das Ende der NFL-Saison zu. Jetzt haben wir schon die Jeckenzahl 11 für die besten Spieler der Woche. Und es stellt sich die Frage, wird denn jetzt in jeder Woche ein neuer ungeschliffener Diamant entdeckt? In der NFC wurde Sean Hill ausgezeichnet, den nun wirklich niemand auf der Liste hatte. Doch beginnen wir, wie gewohnt, mit der AFC. Auf der Jagd nach der letzten Playoff-Chance legen die Colts los. Zu spät? Jedenfalls wurde in der Offense Quarterback Peyton Manning zum besten Angreifer der AFC gewählt. Er vervollständigte 30 seiner 46 Pässe für 320 Yards und 2 Touchdowns. Für ihn war es bereits die 18. Auszeichnung zum Spieler der Woche. In der Defense wurde Linebacker James Harrison von den Pittsburgh Steelers ausgezeichnet. Er hatte einen Sack in der Endzone und erzwang damit einen Fumble, aus dem ein Safety resultierte. Zusätzlich hatte er noch einen Interception. Für ihn war es die 2. Auszeichnung zum Spieler der Woche. In den Special Teams wurde Kick-Returner Running Back Leon Washington von den New York Jets für würdig befunden. Er trug 4 Kickoffs zurück für 177 Yards, darunter einen über 92 Yards zum Touchdown. Für ihn war es die 1. Auszeichnung zum Spieler der Woche. In der Offense der NFC wurde, wie gesagt, Quarterback Sean Hill von den San Francisco 49ers ausgezeichnet. Er spielt seit immerhin 7 Jahren in der NFL und hielt sich dabei ständig unter dem Radar auf. Er vervollständigte 15 seiner 20 Pässe für 213 Yards und 2 Touchdowns. Für ihn war es die 1. Auszeichnung zum Spieler der Woche. In der Defense wurde Cornerback Aaron Ross von den New York Giants ausgezeichnet. Er hatte 6 Solo-Tackles, 2 Interceptions und davon trug er einen über 50 Yards zum Touchdown zurück. Für ihn war es die 1. Auszeichnung zum Spieler der Woche. In den Special Teams war es Kicker Neil Rekkers von den Arizona Cardinals, der die 49ers erschoss. Er verwandelte 4 seiner 4 Field Goals und 2 Extrapunkte. Für ihn war es die 3. Auszeichnung zum Spieler der Woche. Das waren sie also, die besten Spieler der Woche. Alle weiteren Infos zur NFL gibt es wie gewohnt bei www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.